Einmal pro Woche verlose ich unter allen Abonnenten einen Amazon-Gutschein. Luise B., herzlichen Glückwunsch, du bekommst den 3. Amazon-Gutschein. Ich habe schon auf einen Kommentar von dir geantwortet. Bitte schreibe mir eine kurze Nachricht, indem du auf meine Kanalinfo gehst und auf Nachricht senden klickst. Anschließend sende ich dir den Gutschein zu. Ich wünsche dir viel Spaß damit und allen anderen weiterhin viel Glück. Viele Menschen leisten Beeindruckendes, um die Welt ein wenig besser zu machen. Einige träumen von Reichtum, andere wollen Krankheiten heilen. Die Motivationen sind also recht verschieden. Was aber passiert, wenn man eher zufällig etwas entdeckt, was man eigentlich ursprünglich nicht erfinden wollte? Dieses könnte die Welt verändern. Heute beschäftigen wir uns mit 10 dieser zufälligen Erfindungen. Nummer 10. 1853 erfand George Crumb, ein New Yorker Koch, aus Versehen die Kartoffelchips. Ein Gast schickte die von ihm zubereiteten Bratkartoffeln zurück in die Küche und behauptete, dass diese matschig seien. In dem Versuch, dem Kunden eine Lehre zu erteilen, schnitt George die Kartoffeln extra dünn, frittierte diese in Fett und ertrank sie in Salz. Zu seinem Entsetzen jedoch schmeckte es dem Gast und die Kartoffelchips waren geboren. Nummer 9. Im Jahr 1879 suchte der Chemiker Konstantin Fahlberg nach Alternativen zu Teer aus Steinkohle. Als er nach einem langen Arbeitstag nach Hause kam und selbstgebackene Kekse seiner Frau aß, fiel ihm auf, dass diese viel süßer schmeckten als sonst. Nachdem auch seine Frau keine Antwort hierauf hatte, erinnerte sich Konstantin daran, dass er sich die Hände nicht gewaschen hatte, nachdem er aus dem Labor nach Hause kam. Nummer 8. Roy Plunkett, Mitarbeiter eines Chemiekonzerns, war damit beauftragt, nach einem neuen Kältemittel für Kühlschränke zu suchen. Hierbei verwendete er Tetrafluorethylen, welches er unter hohem Druck in Zylindern auf Trockeneis aufbewahrte. Die Substanzen polymerisierten jedoch und Teflon war geboren. Nummer 7. Der französische Physiker Henri Becquerel experimentierte 1886 mit der Phosphoreszenz von Uransalzen, um Röntgenstrahlen zu erzeugen. Er legte auf einige in einem dunklen Raum deponierte Präparate eine Fotoplatte und bemerkte, dass die Platte geschwärzt wurde, obwohl kein Licht einfallen konnte. Mit diesem Versuch entdeckte der Franzose die Radioaktivität. Nummer 6. Wilson Greatbatch war 1956 mit der Arbeit an Herzschrittmachern als Elektroingenieur an einem Institut zur Erforschung chronischer Krankheiten beauftragt worden. Er sollte einen Oszillator zur Messung und Aufzeichnung von Herzschlägen bauen. Bei der Testung mehrerer verschiedener Widerstände benutzte er jedoch die falsche Größe. Hierbei ergab sich ein ungleichmäßiges Signal mit einem raschen Puls, dem ein Intervall folgte. Als er merkte, dass dies ein Herz antreiben konnte, kündigte er seine Tätigkeit und gründete eine Werkstatt in einer Scheune. Nach Jahren Entwicklungszeit wurde 1958 der erste Schrittmacher in einem Hund implantiert und 1960 in einem 77-jährigen Mann. Nummer 5. Der Schweizer Ingenieur George de Mistral war auf einem Jagdausflug mit seinem Hund, als er eine Klette im Fell seines Hundes entdeckte. Schließlich gelang es ihm, diesen Effekt in seinem Labor nachzustellen. Nummer 4. Wilhelm Conrad Röntgen war Professor an der Universität Würzburg und entdeckte 1895 zufällig die Röntgenstrahlen. Bei einem Experiment mit einer Hittorf-Röhre begann ein speziell beschichtetes Papier zu leuchten. Das Leuchten war auch dann noch zu erkennen, als die Röhre mit dicker schwarzer Pappe umschlossen war. Nummer 3. Charles Goodyear hatte lange Zeit versucht, einen Weg zu finden, um Gummi resistent gegen Hitze und Kälte zu machen. Alle Versuche jedoch scheiterten. Eines Abends mischte er Gummi, Schwefel und Blei und vergaß diese Mischung auf einem Herd. Diese verkohlte und härtete, konnte aber noch verwendet werden. Nummer 2. Die moderne Anästhesie hat eine lange Geschichte. Die bekanntesten Entdeckungen der Schmerzausschaltung wurden allerdings zufällig und oft durch Selbstversuche gemacht. So wurde zum Beispiel ab 1774 mit verschiedenen Gasen herumexperimentiert, um bewusstseinsverändernde Wirkungen festzustellen. Im Jahr 1800 unterzog sich Humphry Davy einem Selbstversuch und stellte fest, dass das Einatmen von Lachgas schmerzhemmend wirkt. Erst im Jahr 1846 wurde die erste öffentliche Narkose durch den Zahnarzt William Thomas Green Morton in Boston an einem Patienten durchgeführt und hierdurch die moderne Anästhesie anerkannt. Nummer 1. Vor den Sommerferien 1928 beimpfte Alexander Fleming eine Agrarplatte mit Staphylokokken und stellte diese beiseite. Nach seiner Rückkehr entdeckte er am 28. September 1928, dass auf dem Nährboden ein Schimmelpilz wuchs, sich aber in der Nachbarschaft des Pilzes die Bakterien nicht vermehrt hatten. Die Geburtsstunde von Penicillin. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und natürlich würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Danke, dass ihr mir bis zum Ende zugehört habt. Bis zum nächsten Video. Ciao.